fällt die Auszahlung des EM-Rentenzuschlags bis 7,5% am 1.7. oder zum 1.7.2024 ins Wasser. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich hatte am 6. Januar 2024, also kurz nach dem Silvestertag, schon einmal zu diesem Thema berichtet. IT-Probleme bei der deutschen Rentenversicherung EM-Rentenzuschlag am 1.7.24 auf der Kippe. Dazu haben wir auch ein Video gemacht und haben dann auch äh, zu diesem Thema einen Textbeitrag auf www.rentenbescheid24.de veröffentlicht. Können Sie bitte alles gerne nachlesen. Ich werde das in diesem neuen Video auch nochmal entsprechend verlinken. Ja, und nun ist folgendes passiert, meine Damen und Herren. Nur, dass Sie es einfach mal gesehen haben. Ich habe am 24. Februar diesen Jahres eine E-Mail bekommen. Ich musste das natürlich aus äh, datenschutzrechtlichen Gründen selbstverständlich alles schwärzen. Ich mache das mal ein bisschen größer damit sie das auch wirklich gut sehen können. Also, worum also da kam die Anfrage rein? Worum geht es, sehr geehrte Damen und Herren? In der Tagesschau.de war heute zu lesen, also der Kunde oder der der uns die Informationen zur Verfügung gestellt hat, der nette Mensch, der meinte, den 24. Februar 2024, es war ein Samstag war zu lesen, dass die Rentenversicherung Bund die Gesetzesvorlage von Minister Heil nicht umsetzen kann. Das Bundesamt will eine Sonderregelung schaffen, also er meint wahrscheinlich, das Ministerium will in Zusammenarbeit mit der Rentenversicherung eine Sonderregelung schaffen, damit die betroffenen Bestandsrentner die 7,5% bzw. 4,5% Erhöhung bekommen können. Ist bei Ihnen schon was bekannt? Daraufhin habe ich ähm, unserem netten Menschen, der uns da die ähm, Informationen gegeben hat, geschrieben. Ähm, heute Vormittag 8.38 Uhr. Danke für die Nachricht. Könnten Sie uns bitte den Link des Artikels schicken oder wenn Sie greifbar haben, den Artikel. Äh, danke wäre wirklich wichtig, weil das Infos sind, die extrem wichtig für alle Betroffenen sind. Ich würde, wenn sich das bewahrheitet, hier nochmal als Video machen. Das wäre schon ein starkes Ding. Äh, oder, und damit Fragezeichen, beste Grüße, Rechtsanwalt Knöppe. Und dann habe ich... 9:45 Uhr am 26.02.2024 eine Nachricht zurückerhalten. Sehr geehrter Herr Knöppel, der von mir erwähnte Artikel war nur für Minuten in der Tagesschau.de am 4 äh, zu finden, er bezieht sich auf den 24.02., der Tenor der Mitteilung war, ich finde das schon sehr stichhaltig, ähm, die DAV wird bis zum Stichtag 30.06. die Neuberechnung der persönlichen Erwerbspunkte für betroffene Bestandsrentner und Rentnerinnen nicht umsetzen können. Aus diesem Grund wurde vom Ministerium verfügt, dass die 7,5 bzw. 4,5 pauschal ausgezahlt werden. Die Höhe der Endgeldpunkte wird später dem Betroffenen mitgeteilt. Meine Damen und Herren, das sind ja mal schon recht stichhaltige Nachrichten die ich hier lese. Und oftmals ist es ja so, dass solche Artikel, die in den Nachrichten veröffentlicht werden, dann auch relativ schnell ähm, gelöscht werden oder dann nicht mehr zu finden sind, weil sie möglicherweise ähm, aus politischen Gründen nicht opportun sind oder weil es möglicherweise noch nicht richtig äh, verifiziert wurde oder weil der entsprechende Redakteur, ähm, der verantwortliche Redakteur das noch nicht freigegeben hat und es war einfach drin. Wie auch immer, ich weiß es nicht. Also. Ich finde schon, dass die Nachricht, die wir hier erhalten haben, doch sich schon so inhaltlich ein bisschen mit dem deckt, was sich am 6. 1. Januar. Am 6. Januar 2024 veröffentlicht habe, dass da praktisch eine Mitarbeiterin der deutschen Rentenversicherung auch wiederum einen Kunden telefonisch mitgeteilt hat, dass das wohl mit der pünktlichen Auszahlung nichts wird. Ja, es geht also um die äh, Zuschlagsentgeltpunkt, um die höhere Rente für ungefähr 3 Millionen EM Rentnerinnen um, EM Rentner, die im Bestand sind und die ja zum 30.06.24 dann oder zum 1.07.24 pauschal bis 7,5 höhere Rente bekommen sollen. Und das wiederum, meine Damen und Herren, äh, verstärkt sich bei mir immer mehr der Eindruck, dass das möglicherweise zum 30.06.2024 gar nicht möglich sein kann, sodass hier wahrscheinlich ähm, die Menschen mit einer späteren äh, Auszahlung oder Neuberechnung der Rente rechnen müssen. Ähm, ich hatte im Zuge der ähm, Erstberichterstattung am 6. Januar diesen Jahres die Deutsche Rentenversicherung Bund auch angeschrieben, und zwar die Grundsatzabteilung und habe von denen habe die Herrschaften gebeten, mir doch mal mitzuteilen, bis eingangs befristet, glaube ich, 15. Februar diesen Jahres, doch mal mitzuteilen, was denn da nun dran ist an dieser Nachricht. Ich habe bis heute keine Informationen von der Grundsatzabteilung erhalten. Wir werden die deutsche Rentenversicherung daher nochmal anschreiben, eine feste Frist setzen bis zum 30. März dieses Jahres. Wenn wir dann von den Herrschaften hier nichts hören, was da los ist, werden wir eine Beschwerde beim Bundesamt für Soziales starten. Meine Damen und Herren, ich kann nur so viel sagen, die Umsetzung dieser Neuberechnung der EM-Bestandsrenten, das sind 3 Millionen in etwa, ist wirklich nicht einfach. Ich kann mir schon vorstellen, dass das technisch eine sehr hohe Herausforderung ist. Aber die Rentenversicherung hat zwei Jahre Zeit gehabt. Wir haben das neue Gesetz, gibt es als Entwurf und beschlossen im Bundestag im Juni 2022. Eines ist natürlich auch klar, die Rentenversicherung. Und ich nehme hier wirklich mal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gesetzlichen Rentenversicherung in Schutz. Die können für diesen ganzen Irrsinn nichts. Die müssen sozusagen das alles umsetzen und sind, äh, und, und sind da oftmals auch letzten Endes äh, überfordert, weil die Masse an neuen Gesetzesvorgaben äh, gar nicht mehr umgesetzt werden kann. Und bei der Rentenversicherung, auch das ist mir bekannt, ist es ja nicht so, dass die Leute, äh, dass die deutsche Rentenversicherung zum Beispiel äh, nun ein Riesenreservoir äh, an Mitarbeitern hat, auch dort. Hält die äh, äh, hat die Demografie sozusagen zugeschlagen und immer mehr Leute gehen da auch in Rente äh, und es fallen dort Arbeitsplätze weg, die nicht mehr besetzt werden können. Und die Leute, äh, die dann übrig sind, müssen die Arbeit übernehmen und das wird immer schwieriger. Meine Damen und Herren, ich finde ein ganz großes Ding, wenn das wirklich sich bewahrheiten sollte, dass die Rentenversicherung hier ähm, den Auszahltermin am 1.7. Äh, zum 1.7.2024 oder Neuberechnungstermin nicht halten kann und hier auch hierüber keine Informationen gibt. Das wäre ein dickes Ding. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da erwarte ich jetzt von der Grundsatzabteilung der Deutschen Rentenversicherung Bund hier eine klare Stellungnahme. Und wenn die nicht kommt, werde ich eine Beschwerde beim Bundesamt für Soziales einreichen, damit ich über diese, über diese Ebene, was sicherlich nicht sein muss, dann auch eine entsprechende Mitteilung erhalte. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.